Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Kräuteraufschnitt. Wir benötigen dazu Schweineschulter, Rückenspeck, Salz und Kutterhilfsmittel, Gewürze, Zwiebeln, Schnittlauch und Petersilie und kaltes Wasser. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das gesamte Fleisch kommt in den Fleischwolf. Das Fleisch haben wir auf 0 Grad heruntergekühlt. Und auch die Zwiebeln. Das wird nun durch die 3 mm Scheibe gewolft. Dann wolfen wir die gesamte Masse ein zweites Mal. Jetzt kommt das gewolfte Fleisch in die Küchenmaschine. Dazu das Salz und das Kutterhilfsmittel. Dann lassen wir die Maschine laufen und geben allmählich das kalte Wasser hinzu. Nach ein paar Minuten kommen die Gewürze dazu und wir mengen weiter. Jetzt kann ruhig etwas schneller gemengt werden. Wir mengen bis 12 Grad. Dann geben wir die Kräuter hinzu und mengen sie kurz unter. Dann kann abgefüllt werden. Heute verwenden wir wieder mal das Einlagerblech. Die Form wird mit Folie ausgelegt und das Brett luftfrei eingeworfen.
Die Folie wird umgeschlagen und die Form fest verschlossen. Dann kommt die Form in das vorgeheizte Wasser und wird dann 2 Stunden bei 78 Grad gebrüht. Danach lassen wir sie über Nacht auskühlen. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Perfekt. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.